Motorsport, Fußball, Boxen oder Cricket, Sportarten rund um den Globus erfreuen sich über jede Menge Fans. Eine Auswahl spannender Großereignisse, Zahlen, hierzulande für Staunen sorgen. 1 Milliarde Zuschauer verfolgen 2015 allein das Auftaktmatch der Cricket-WM zwischen Indien und Pakistan im Radio, Fernsehen oder Internet. Zum Finale zwischen Neuseeland und Australien erscheinen über 93.000 Cricket-Fans in Melbourne. Seit 1911 werden auf dem Indianapolis Motor Speedway fleißig Runden gedreht. Seit 1996 ist Rennstrecke Teil der IndyCar-Serie. Mit rund 400.000 Zuschauern vor Ort zählt es zu den größten Eintagessportveranstaltungen weltweit. Es ist eines der größten Sportereignisse des Jahres. 90.000 Boxbegeisterte fiebern im Schwergewichtsduell zwischen Wladimir Klitschko und Anthony Joshua im Londoner Wembley-Stadion mit. In der 11. Runde muss Klitschko gegen den Lokalmatador aufgeben. Trotz eines beachtlichen Zuschauerschwunds um 22,4% im Vergleich zum Vorjahr zählt der Sachsenring dennoch zu den beliebtesten Schauplätzen im Motorsport. 2017 pilgern rund 165.000 Fans zum Großen Preis von Deutschland. Auch der Große Preis von Österreich sieht immer weniger Menschen an. 2014 kommen an den 4 Renntagen noch 225.000 Zuschauer in Steiermark. 2016 sind es nur noch 85.000 Formel-1-Liebhaber. Zugegeben, komplette Anlage beim traditionellsten Tennisturnier der Welt hat auf den insgesamt 19 Rasenplätzen lediglich Platz für 39.000 Zuschauer. Dennoch kommen über gesamte Dauer des Turniers rund 500.000 Zuschauer in den altehrwürdigen All England Lawn Tennis & Croquet Club. Rund 120.000 Menschen verfolgen jährlich das Skispringen in den Alpen. Allein 35.000 Fans zieht es beim letzten Tourneeauftakt nach Oberstdorf. Damit ist es das größte Sportevent im Winter in den Alpen. Mit dem höchsten Zuschauerschnitt Europas, 79.712, und bei einer Auslastung von 98% hat Borussia Dortmund eine der attraktivsten Heimstätten überhaupt. Gleich dahinter reiht sich der FC Barcelona ein. 78.464 Fans kommen im Schnitt zu den Spielen, 99.354 Menschen haben theoretisch Platz, über 80.000 Rugby-Fans freuen sich im Oktober 2015 auf das große WM-Finale zwischen Neuseeland und Australien im Londoner Twickenham Stadium an der Witten Road. Insgesamt pilgern während des Turniers fast 2,5 Millionen Zuschauer in 13 Stadien. Prestige, Tradition und Lokalmatador Lewis Hamilton. Englands Motorsportfans haben gute Gründe, das Rennen in Silverstone zu verfolgen. 2016 haben Veranstalter 350.000 Zuschauer über das gesamte Wochenende gezählt. Allein das Rennen sehen sich 105.000 Fans an. Die World Series hat 2016 ganz Chicago in den Bann gezogen. In 7 Spielen duellieren sich Cubs mit den Cleveland Indians und gewinnen letztlich Serie mit 4:3. Über 40.000 Fans sehen sich jedes der Spiele im Stadion an, tausende fiebern vor dem Wrigley Field oder vor dem Fernseher mit. Jedes Jahr aufs Neue ist der Super Bowl das Großereignis des Jahres. Millionen Zuschauer auf der ganzen Welt verfolgen 2017 Dekasekundenfinale zwischen den New England Patriots und den Atlanta Falcons. Über 70.000 Fans sitzen im NRG-Stadium und drücken Daumen. Das Estadio-Journalista Mario Filho, auch als Maracanã bekannt, zählt ohne Frage zu den großen Tollhäusern der Fußballwelt. Zum WM-Finale 2014 zwischen Deutschland und Argentinien sind knapp 75.000 Zuschauer im Stadion, rund 1 Milliarde verfolgt das Geschehen im TV. Allen Eskapaden der letzten Jahrzehnte zum Trotz steht französische Rundfahrt bei den Fans weiterhin hoch im Kurs. 2015 gehen nach Angaben der Veranstalter 10 bis 12 Millionen Menschen an Strecke. Durchschnittliche Verweildauer 6:15. Im August 2014 setzen Real Madrid und Manchester United in der Saisonvorbereitung eine neue Bestmarke. 109.318 Menschen sehen sich das Halbfinalspiel des Miniturniers im Stadion an. So viele US-Fans kamen zuvor bei einem Fußballspiel noch nicht zusammen.
Die Partie zwischen den Ohio State Buckeyes und der University of Southern California ist 2009 für 106.033 Football-Fans Grund genug, ins Ohio-Stadion zu pilgern.